Hallo, da spricht wieder der Fototrainer. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal gelandet bist. Heute gibt es ein weiteres Video zum Dehancer Plugin. Ja, und zwar nicht unbedingt jetzt zum Plugin für Lightroom. Da gibt es jetzt schon Videos, die verlinke ich ja hier oben. Könnt ihr gerne mal durchschauen. Wir sind schon ein bisschen älter. Aber diesmal schauen wir uns das iOS-App vom Dehancer an. Da gibt es auch schon ein Video, klicke ich euch auch drauf, aber da gibt es eine neue Version. Und die kann doch einiges mehr, ist überarbeitet worden, ist modernisiert worden. Die möchte ich euch heute gerne vorstellen. Schaut euch die Homepage an, dehancer.com. Da wird auch ein bisschen erklärt von der Hintergrundstory, wie die arbeiten, um diese sozusagen diese Besonderheiten des analogen Films digital reproduzierbar zu machen. Da gibt es einige Plugins mittlerweile. Ich arbeite auch mit einigen davon. Unter anderem auch für Video und auch natürlich für Lightroom. Aber wir schauen jetzt mal ganz speziell auf dieses Mobile Foto und Video Editor. Gibt es im Apple Store. Ich glaube, es gibt es momentan nur für iOS. Und da gibt es auch immer wieder Testversionen. Da kann man auch eine Zeit lang das testen. Würde ich euch auch empfehlen, mal diese Testversion anzureißen und mal schauen, ist das was für euch? Mögt ihr das überhaupt? Aber ich glaube, wenn man es mal installiert hat, dann hat man sehr gerne. Man kann man sehr schnell also Ergebnisse erzielen, die, wenn man das mag, ja, immer vorausgesetzt, wenn man das mag, die diesen Look haben. So, dazu möchte ich jetzt umschalten auf mein iPhone, auf meine direkt, also auf die Oberfläche vom Phone, um euch dort ein bisschen zu zeigen. Ich kann euch nicht alles zeigen, sonst wird das Video sehr, sehr lang, aber ein bisschen zu zeigen, wie dieses Plugin funktioniert, und zwar für Foto und für Video. Also, los geht's. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich mache mal dieses hier. Und das wird hier geöffnet. Hier kann man es auch ein bisschen verschieben, dass die Vorschau sozusagen größer wird. Und hier im unteren Bildbereich habe ich eine Menge an Presets, an Filmen zur Auswahl. Ja, vom Klassiker, Schwarz-Weiß-Filme, sehr alt, modern, was auch immer. Dieses obere Bild ist etwas unterbelichtet. Das ist jetzt eher, also das ist so, im Prinzip so kommt es aus der Kamera. Und ich möchte hier, das habe ich mir vorher ein bisschen überlegt, ich möchte hier eigentlich eine Schwarz-Weiß-Version machen. Und da weiß ich, ja, ganz am Schluss, jetzt haben wir es gleich, habe ich zum Beispiel einen sehr fein auflösenden Schwarz-Weiß-Film, diesen Rollei Orto 25. Ist durchaus ein Produkt, das man heute noch kaufen kann. Gehen wir da mal drauf, dann wird das Bild schon hier beschlagen mit diesem Look. Also jetzt, wenn ich so rüber gehe. Was anderes, also bleiben wir beim Orto 25, sein fein auflösender Schwarz-Weiß-Film. Jetzt habe ich noch einige Möglichkeiten, dieses Preset oder diese Einstellungen weiter zu bearbeiten. Ich zeige euch das kurz, aber im Prinzip, ja, möchte ich sozusagen mit diesem Preset, da hat sich ja schon jemand was überlegt, möchte ich eigentlich, dass er das dann auch gleich, dass das gleich so verwendet wird. Das ist eigentlich so die Hintergrundstory. Nun denn, schauen wir mal nochmal in die Bearbeitung rein. Wir haben hier ganz unten eine Reihe an Tools. Ja, ich spreche da mal so entlang. Die, wo ein kleiner blauer Punkt ist, so wie bei Vignette jetzt, die ist aktiviert. Also da wird ins Bild eingegriffen. Bei den beiden, also bei Filmschaden und Overscan zum Beispiel nicht, was ja auch bei einem Foto nicht wirklich sinnvoll ist. Gut, ein Tool, was ich lange Zeit irgendwo vermisst habe, ist jetzt Gott sei Dank auch integriert. Das ist also ein Zuschnitt- und Ausrichtmodul. Wir haben hier also die diverse Möglichkeiten, das Ganze zuzuschneiden und auszurichten. Ich wähle hier mal ein Format. Ich schneide das mal so ein bisschen zu, wie ich das finale Bild ganz gerne hätte. Das finde ich schon mal sehr gut. Hier kann ich noch mal im kleineren Umfang, also durchaus mächtigen Umfang, aber es zerstört im Prinzip die Aufnahme. Ich kann hier noch mal ein bisschen eingreifen in die Belichtung, ob ich da noch eine kleine Korrektur vornehmen möchte. In die Farbtemperatur in dem Fall auch hinfällig. Hier die Filmauswahl, die habe ich ja getroffen. Und es gibt hier unten noch einige andere Module. Dann schaut euch bitte auch meine anderen Videos dazu an. Da gehe ich ein bisschen näher auf diese Module ein. Die sind durchaus, naja, wie soll ich sagen, das wäre es ganz gut, wenn man sich in der analogen Welt ein bisschen auskennt. Dann sind die Begriffe alle ganz logisch. Wer das noch nie gemacht hat, wird ein bisschen brauchen, um sich hier einzuarbeiten. Aber wie gesagt, ihr könnt auch so arbeiten, wie ich es gerade getan habe. Ein Preset auswählen, vielleicht eine minimale Korrektur vornehmen, vielleicht noch beschneiden. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Wir haben natürlich auch hier ein Filmkorn. Ich kann hier auch reinzoomen.
Ihr seht, das ist sehr fein hier. Ja, wunderschön. Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß Filmsimulation. So, und der letzte Schritt ist dann eigentlich schon die Ausgabe, also in Galerie speichern, Klassiker. Machen wir das mal und am Ende des Videos schauen wir uns dann auch die Gegenüberstellung der Bilder an, sozusagen vom Original zu der Version, die aus Dehensa kommt. So, der Export dauert ein bisschen, ein paar Sekunden und wir sind schon fertig. Zweiter Prozess, zeige ich euch das auch nochmal mit einem anderen Bild. Nehmen wir dieses. Das ist jetzt, er verwendet hier nochmal das Preset, was eingestellt war, sozusagen zuletzt eingestellt war. Das wollen wir in dem Fall nicht, wir wollen ja ein Farbpreset. Das schreit ein bisschen nach Farbe, dieses Motiv. Ja, für diese Motive habe ich ganz gerne diese Kodak Vision 3 250 Dora. Das gibt so ein bisschen einen Kinofilm-Look. Das mag ich recht gern. Filmkorn, klar, ist natürlich auch dabei. Halation lassen wir drin. Was Halation und Bloom ist, das sind Effekte, die also gerade in der Analogfotografie sehr stark auftreten. Die kann man mögen, allerdings ist dieses Motiv nicht perfekt dafür geeignet, um diesen Effekt stark darzustellen. Wer sich dafür interessiert, unbedingt auch die anderen Videos schauen. So, was machen wir hier noch? Ja, ein bisschen ausrichten, ein bisschen zuschneiden. 16:9, schönen Bildausschnitt wählen. Ja, ich glaube, so passt das ganz gut. So wollen wir das machen. Okay. Etwas die Belichtung korrigieren. Ich habe es da in dem Fall gerne ein bisschen, eine Spur heller, nicht viel, ein bisschen. Und schon wieder der Export in die Galerie. Und zu guter Letzt möchte ich das Ganze jetzt auch noch mit einem Videoschnipsel machen. Dazu suche ich mir wieder den gleichen Filmlook heraus, wieder dieses Kodak Vision 3 250 Dora, damit das Ganze irgendwie sehr, ja, eine cinematische Anmutung bekommt. Ihr seht das jetzt oben, also wenn das Vorschau rendert, ruckt es ein bisschen. Klar, das ist natürlich sehr rechenintensiv. Ich habe das ja hier betrieben auf einem iPhone 12. Modernere iPhones können das vielleicht ein bisschen smoother. Auch hier ein bisschen die Belichtung korrigiert. Ja, Spur heller tut der ganzen Sache gut. Vom Format her bleiben wir 16:9 im Hochformat, soll sein. Ja, die anderen Parameter lasse ich mal unangerührt. Das ist ja im Prinzip aus dem Preset, sollte das eigentlich optimal sein und für diesen Look. Die Vignette nehme ich ganz gern raus, weil gerade Aufnahmen, wo Himmel drin ist, ist eine Vignette, finde ich, eher ein Nachteil. Also die wird mal deaktiviert. Wieder mal kurz vorrendern. Ja, ihr seht, der Kameraschwenk, der ist jetzt ja nur ein Beispiel. Der geht einmal von in die eine Richtung, dann über den Boden und dann geht er nach links raus. Das ist jetzt kein besonderes Videobeispiel, aber es ist ja spontan aufgenommen mit dem Phone. So, jetzt geht es zum Export, mit Hi-Res exportiert und ihr seht, das dauert dann schon ein paar Minuten. So, liebe Leute, das war es jetzt direkt mal aus der App. Ich werde jetzt mal die Vergleichsbilder und auch diesen Videoschnipsel nebeneinander stellen, damit ihr euch ein bisschen Eindruck machen könnt, wie analog das denn aussieht. Das war nur ein ganz kleiner, oberflächlicher Einblick in diese App, die relativ viel kann und ja, wenn man diesen Look mag, glaube ich, eine gute Entscheidung ist. Wenn euch dafür interessiert, gibt wie gesagt einige Videos mehr von mir. Schaut euch auf der Dehensa Homepage vorbei. Alles Liebe, lest meinen Description Text, Glocke aktivieren, Abo dalassen, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Alles Liebe, wünsche euch immer gut Licht und viel Spaß mit der Fotografie. Servus, tschüss und tschüss.